Ich habe eine kleine Überlegung angestellt. Und zwar hatte Kaido doch den größten Krieg angekündigt, dass dieser die Weltregierung angreifen wollen würde. Wenn Ruffy nun aber Kaido in diesem Arc besiegt, wäre dies doch hinfällig. Aber würde Oda so eine Aussage tätigen, wenn er dem nicht auch etwas folgen lassen würde? Also kann dies nur bedeuten, dass Kaido in diesem Arc nicht wirklich vollständig besiegt werden kann bzw. nicht vernichtet wird. Denn dieser Angriff seitens Kaidos wird sicherlich stattfinden, sonst hätte Oda diesen Charakter dies nie sagen lassen. Frage ist hierbei nun, wird er, nachdem er von Ruffy von Wano vertrieben wird, noch die Weltregierung angreifen? Wird er zusammen mit Ruffy die Weltregierung angreifen? Werden diese doch noch Verbündete? Und falls so ein Angriff stattfindet, wäre dies dann noch während der Reverie? Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare und wenn euch das kurze Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.